Zeugen Jehovas zu verlassen, das geht wie andere Kündigungen auch ganz einfach. Per Erklärung. Öffentlich an die Ältesten oder am besten schriftlich. Eine solche Erklärung, ein Austritt, ist nicht mit einem Kontaktverbot von Zeugen Jehovas verbunden. Das bedeutet, die Person darf gegrüßt werden. Wichtig hierbei ist, allerdings nicht selbst den Kontakt abzubrechen mit dem Austritt. Denn sonst sind Zeugen Jehovas daran gebunden. Ob man sich mit Personen unterhält, die nicht mehr dieselben Wertmaßstäbe teilt, ist Sache jedes Einzelnen. Es ist aber unmöglich, ein Hingabeversprechen rückgängig zu machen, also zurückzunehmen, was man Gott versprochen hat. Wird jemand irgendwann vielleicht müde, Jehova zu dienen oder ein Leben als Christ zu führen, kann er nicht behaupten, er sei nie wirklich hingegeben gewesen und seine Taufe sei ungültig. Immerhin hat er sich als jemand zu erkennen gegeben, der sich Gott völlig hingegeben hat. Falls er eine schwere Sünde begeht, muss er sich vor Jehova und der Versammlung dafür verantworten. Römer 14, Vers 12. Wir hoffen nicht, dass über uns gesagt werden muss, wir hätten die Liebe, die wir zuerst hatten, verlassen. Mein Cousin hat die Wahrheit Zeugen Jehovas so verlassen. Er war müde und hat während seines Studiums die falschen Freunde gehabt. Trotzdem halten wir Kontakt zu ihm. Manchmal kommt er zum Gedächtnis mehr. Und wenn er uns besucht, liest er immer noch gerne den Wachturm und vergleicht Bibeltexte mit seiner Bibel der guten Nachricht. Erkennbar sind solche Personen, dass die zugeben, ausgetreten zu sein. Sich aber nicht in der Öffentlichkeit gegen Zeugen Jehovas äußern. Was hast du gelernt? Der Kontakt kann nur auf Wunsch der austretenden Person abgebrochen werden. Zeugen Jehovas respektieren diesen Austritt. Personen, die kündigen, treten nicht in der Öffentlichkeit gegen Zeugen Jehovas auf. Ein generelles Kontaktverbot tritt nicht ein.